Wie geht denn das jetzt hier? Wie geht's denn jetzt? Das Backen muss ich gerade an. Das muss denn, ich glaube, das. Was war denn mal? Läuft das jetzt auch? Na ja, wollen wir mal sehen. Dass das nicht läuft, nicht? Wäre dann ja alles. Wäre ja alles für die Kuppen. Na gut. Also, mein Name. Also, hiermit. Das ist zu förmlich. So. Moment, jetzt. Ich möchte meine werkbegleitenden Aufnahmen beginnen, damit der Nachwelt nicht nur Gott an sich, sondern auch der Mensch dahinter und mit ihm die Motivation zur Tat deutlich wird. Machen wir es am Anfang fürs Erste kurz mit dem 7. Dezember 1984, in loser Folge und zeitlich nicht an Rhythmen gebunden, Menschen aus dem gesamtdeutschen Kulturleben umbringen. Als Dokumentation dienen diese mordkorrespondierenden Bandbesprechungen. Kurzum, es wird das Erschreckendste und Grausamste, was der Kulturwelt jemals widerfahren ist. Mit freundlichen Grüßen, Ihr... Ho, 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 ho. Ein Mörder geht um und zieht schaurige Kreis. Und meuchelt, vergiftet, er würgt und hinrichtet. Er macht es auf seine abscheuliche Weis. Es wird über ihn jetzt berichtet. Nun nehmen die Rätsel ihren tödlichen Lauf. Man denkt, man grübelt und knobelt. Und einige Tote nehmen wir noch in Kauf. Wo Spänen sind, wird vorher gehobelt. Eigentlich begann alles mit der Spitze einer Nadel. Oder besser mit dem überaus tödlichen, in Sekundenschnelle wirkenden Gift, das in der Spritze war, die zu der Nadel gehörte. Die Spitze selbst saß pointiert lauernd unter einem Auge. Fast einer Kalorie gleich, die in einem Stück Schwarzwälder Kirsch hockt und nur darauf wartet, dass eine alte, dicke Tante des Weges kommt, sich für sie entscheidet und sich ein Tortenstück einverleibt, nur damit es sich im Endeffekt die Kalorie im blumenkohlartigen Oberarm oder in einem der diversen, unter dem jahrzehntealten Blümchenkittel gehaltenen Bauchringe der Tante gemütlich machen kann. Hier aber weder Torte noch Kittel. Also erhielt die Injektionsnadel direkt unter ein Auge. Und dieses Auge gehörte einem Mann, der in Fahrtrichtung saß. Er saß immer in Fahrtrichtung. Selbst wenn er einmal nicht in Fahrtrichtung saß, so saß er doch in Fahrtrichtung, da er aufgrund lang erprobter meditativer Übungen imstande war, sich in den Gedanken einer Fahrtrichtung hineinzuversetzen. Er war in solchen Momenten so sehr in Fahrtrichtung, dass er mitunter erst in Osnabrück ausgestiegen war, obwohl er schon in Münster rausgemusst hätte. Auch kam es manchmal vor, dass er so in seiner Fahrtrichtungstrance war, dass er erst beim Servicewagen mit feilgebotenen Brezeln, Cafés und sonstigen Verlustierungen bemerkte, dass er gar nicht im Zug saß und dass es sich bei dem Servicewagen um seine eigene Gattin gehandelt hatte. Die Scheidung lief bereits. Hiergegen hatte er die Vereinsamungstrance. Aber all diese Trancen nutzten ihm in diesem Augenblick auch nichts. Denn hier saß er nun mal in einem Zug, befand sich in keiner Trance. Er saß in Fahrtrichtung, Fensterplatz, Abteil, unter seinem Auge eine Spritze mit Flüssigkeit. Kurz zu der Flüssigkeit. Jeder, auch nur halbwegs Uninteressierte, dem das ganze Chemie einerlei mit seinen Formeln, Zusammensetzungen, Verpuffungen und Kombinationen schon in der Schule ein Graus war, dem würde auch dieses Süppchen fremd bis ins Mark sein. Allein der Chemiker würde es anders sehen.